Hallo Freunde, willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Bevor ich das Video starte, wollte ich mich bei euch allen bedanken. Wir haben in kürzester Zeit 30.000 Abonnenten auf YouTube. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, Leute, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und jetzt blende ich euch oben links meine Social-Media-Kanäle. Falls ihr nichts über mich verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. So, Leute, viele fragen mich, was demnächst bei mir ansteht. Ich stehe am Sonntag im ESL-Meisterschaftsfinale gegen Kai Detovolin im Best of 5. Ich hoffe natürlich auf zahlreiche Unterstützung. Ich werde euch den Stream, Leute, auf meinen Social-Media-Kanälen zur Verfügung stellen. Und jetzt starten wir mit dem Video. So, Freunde, viele haben mich gefragt, welche Controller- und Kameraeinstellungen ich spiele. Wir fangen hier direkt mit den Controller-Einstellungen an. FIFA-Trainer habe ich hier auf ausgestellt, Leute, weil ich meine eigenen Befehle selber geben möchte und dazu keinen Assistenten brauche. Automatisch wechseln habe ich auf Bälle in der Luft, weil ich das am besten finde. Man kann auch mit dem Analog, sowohl auch mit der L1-Taste, die Spieler selber auswählen. Autowechselungs- und Bewegungshilfe habe ich hier auch partiell. Ich finde Automat, also voll ist gar nicht so gut, also gar nicht mein Fall. Und partiell und keine haben nicht so viel Unterschied, aber partiell finde ich immer noch am besten. Deswegen habe ich das so eingestellt. Passhilfe, Steilpasshilfe und Schusshilfe habe ich hier mit Hilfe den Befehl eingestellt. Flankenhilfe auf Semi, Heberhilfe auf Mithilfe. Paradenhilfe auf Semi oder Mithilfe, also das hat nicht so viel Unterschied. Und manuell würde ich also gar nicht empfehlen, deswegen Mithilfe oder Semi. Ich habe sie auf Semi eingestellt und finde es so besser. Analog Sprint ein oder aus, also ich finde, das hat nicht so viel Unterschied. Deswegen habe ich hier auf ausgestellt, weil es meiner Meinung nach nicht so nützlich ist. Und die Defensive hier auf Tactical Defending. Ja, ist ja klar, also klassisches Verteidigen spielt ja keiner mehr. Deswegen hier natürlich Tactical Defending. Und hier im Angriff, sowohl in der Defensive, spiele ich hier die Voreinstellung auf Klassisch, weil ich das so einfach am besten finde. So Leute, viele haben mich im Livestream gefragt, auf meinen Social Media Kanälen habe ich so viele Nachrichten. Gian, welche Kameraeinstellung spielst du? Und jetzt zeige ich euch das Ganze. So Leute, ich habe hier die Kameraeinstellung Übertragung Tele bei mir ausgewählt, weil ich finde, es ist nicht zu hoch und auch nicht zu weit. Deswegen finde ich die Kameraeinstellung am besten. Und hier kann man natürlich auch individuell und Standard auswählen. Ich habe sie auch individuell, weil ich das also ein bisschen höher haben will. Also Kamerahöhe auf 17 und Kamerazoom auf 3. Ich finde, es ist dann nicht zu hoch und auch nicht zu weit, ja. Deswegen finde ich die Kameraeinstellung individuell am besten, ja. Und ja, Freunde, das waren meine Kamera- und Controller-Einstellungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt das Video einen Daumen nach oben und schreibt unten in die Kommentare, was ihr demnächst auf meinem Kanal sehen wollt. Folgt mir auf den Social-Media-Kanälen, Leute. Ich bin raus. Ciao.